Nashörner zahlen einen schmerzhaften Preis für den Schutz der Madenhecker. Nichts gibt es halt umsonst. Nashörner sind massive, prächtige Tiere mit sehr wenigen natürlichen Feinden. Trotzdem sind diese Schönheiten vom Aussterben bedroht und außerhalb von Wildparks und Naturschutzgebieten nur schwer zu finden. Dies ist vor allem auf eine Zunahme der Wilderei zurückzuführen. Doch laut einer kürzlich durchgeführten Studie könnte der Schutz aus einer ungewöhnlichen Quelle kommen, dem kleinen, aber mächtigen Madenhecker. Nashörner sind fast so blind wie eine Fledermaus und neigen dazu, allein zu leben, was das Aufspüren eines feindlichen Jägers oder die Verteidigung gegen einen solchen zu einer kniffligen Aufgabe macht. Aber ein geflügelter, vampirähnlicher Freund könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Nashorn, das ungeschützt herumrennt und von Gefahr umgeben ist, und einem Nashorn mit einem Wächter. Die Beziehung zwischen Nashörnern und Madenhackern reicht weit zurück. Tatsächlich ist das Suaheli-Wort für den Vogel ziemlich wörtlich der Wächter des Nashorns. In einer scheinbar auf Gegenseitigkeit beruhenden Beziehung reiten die Madenhecker auf dem Rücken von Nashörnern herum, picken ihnen Zecken vom Rücken und geben ein warnendes Zischen von sich, wenn Raubtiere, darunter auch Menschen, zu nahe an sie herankommen. Doch der Nutzen dieser Beziehung war bisher nie wissenschaftlich nachgewiesen worden. Eine neue Studie im Current Biology zeigt, dass ein Nashorn, wenn es einen Madenhecker auf seinem Hinterteil herumreiten lässt, eine viel bessere Chance hat, Menschen aus dem Weg zu gehen. Die Verfasser der Studie verbrachten über ein Jahr in Südafrika, um die massiven Tiere zu beobachten. Von den Nashörnern, die sie bei ihrer Suche fanden, hatten 56% der Tiere einen Madenhecker an Bord. Nashörner, bei denen kein Vogel auf sie aufpasst, bemerkten ihre menschlichen Stalker nur etwa ein Viertel der Zeit in einer Entfernung von etwa 23 Metern. Mit einem Madenheckerwächter ausgestattet, bemerkten die Tiere einen menschlichen Anschleicher zu 100% der Zeit in einer viel größeren Entfernung von über 60 Metern. Die Vögel boten einen klaren Vorteil, um Nashörner von potenziellen Jägern fernzuhalten. Die Beziehung zwischen Vogel und Tier ist jedoch komplizierter, als es scheint. Die Forscher fanden auch heraus, dass die Vögel, die sich von den Nashörnern ernähren, eher auf offene, blutende Wunden gingen, als auf zeckenlastige Flecken, was bedeutet, dass die Vögel lieber den schmerzhaften Schorf eines Nashorns picken, als an den lästigen Zecken. Das ist für die Nashörner ungefähr genauso schön, wie es sich auch anhört. Sich von Läsionen oder Blut zu ernähren, ist ein parasitäres Verhalten, sagten die Forscher. Und es sind nicht nur Nashornwunden, die für einen Madenhecker lecker sind, auch Büffel werden von ihnen gern heimgesucht. Diese schütteln die lästigen Vögel einfach ab. Bei den Nashörnern überwiegt jedoch der Nutzen eines Leibwächters die Tatsache, dass der Leibwächter unauffällig ihr Fleisch frisst. Schließlich sind Beziehungen immer mit einer Art Kosten-Nutzen-Analyse verbunden, sei es zwischen einem hungrigen Vogel oder einem nervigen Mitbewohner. Hat euch dieses Video gefallen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts.